Hallo lieben, Christian Schemmer, Paterapor, Beziehungscoach und so weiter und so weiter und so weiter. Hoffe, Weihnachten passt so einigermaßen bei euch. Am Donnerstagabend vor Weihnachten, am 23. werden wir einen YouTube-Livestream machen. Zeit habe ich jetzt gerade nicht so im Kopf. Ich denke mal so 19:30 oder so. Schaut da einfach mal aus, haltet einfach mal Ausschau danach. Werden wir schon auch noch posten auf Instagram. Und genau, heute geht's um das Thema so rund um eine zweite Chance in einer Beziehung. Und wollte nur kurz sagen, am 1. Januar geht die Selbstliebe-Challenge wieder los, die altbekannte. Ja, dann noch kurz in eigener Sache. Ich überlege, ob ich ein bisschen weniger diese Mails vorlese. Aus verschiedenen Gründen, also könnt trotzdem mal Feedback geben, wie hilfreich ihr das findet oder auch das Gefühl habt, ja, ob ohne Mails auch mal ganz cool oder mal ein bisschen andere Themen. Gibt auch immer die Möglichkeit für eine sichere Antwort, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich will aber auf jeden Fall mal so ein Video haben oder ein anderweitiges Feedback von mir. Das gibt es natürlich auch immer. Aber wir gehen gerade so ein bisschen unter noch mehr als sonst in diesen Anfragen. Gut, aber jetzt heute bespreche ich hier diese. Gut, hallo Christian, mein Partner und ich sind seit 3 Jahren zusammen. Also eine Nachricht von Sissi Lewska. Seit einem Jahr wohnen wir zusammen. Wir waren im ersten Jahr mal für 5 Monate getrennt. Damals hat er mich verlassen, von jetzt auf gleich, ohne mit mir zu reden. Es gab nur einen kleinen Streit. Ich habe ziemlich gelitten. Also hier könnte ich die E-Mail eigentlich schon beenden. Weil ich habe ja das Konzept von Standards und Dealbreakern und weiß nicht, ob du meine Kurse schon kennst, ich glaube noch nicht, also solltest du dir auf jeden Fall mal Modul 1 angucken, weil so eine Art, sich zu trennen, wäre für mich ein Dealbreaker und danach wäre die Person für mich auch, muss man ja jetzt nicht auf so einer globalen Art bewerten oder so, wäre für mich aber beziehungsmäßig durch, also ne, weil das kann ja immer wieder passieren, das würde mich einfach so stressen, glaube ich, würde ich so unangemessen finden. Oder wenn es angemessen ist, würde ich denken, wieso kann er nicht mit mir reden? Und ja, ich bin ja aufgrund dieser ganzen co-abhängigen Themen, die es hier auch gibt, bin ich auch nicht so dafür, immer so viele Chancen zu geben. So. Aber das kann natürlich jeder machen, wie er will, ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also wenn ihr sagt, boah, ich will aber 500 Chancen geben, go for it. Ne? Dann müsst ihr das machen. Ist vor allen Dingen auch so ein bisschen, weil es im ersten Jahr war, so wenn man jetzt wirklich 10 Jahre glücklich zusammen ist und es sticht einmal der Hafer und man hat irgendwie echt eine Scheißphase und keine Ahnung, die Haribos sind teurer geworden und was weiß ich, der Fußballclub gewinnt nicht mehr und Midlife-Crisis, naja, und was weiß ich, was noch alles Schreckliches passiert. Und man macht mal irgendeinen Quatsch und ich weiß nicht was. Und dann gibt es vielleicht mal einen kleinen Schluck auf in der Beziehung und dann macht man weiter. Das ist natürlich was anderes. Aber so im ersten Jahr, wir hatten dann beide unabhängig voneinander an uns gearbeitet, auch innere Kindarbeit und ich zumindest habe mir alle Ex-Beziehungen angeschaut und die Projektionen aufgelöst. Ja, aber es ist immer noch der gleiche Partner. Das ist vielleicht auch manchmal so ein Irrtum von dieser Arbeit, die man an sich macht, dass sie jetzt den Charakter komplett ändern würde. Und natürlich ändert das eine ganze Menge. Aber wenn wir mit einer Person schon mal viel Erfahrung gemacht haben, dann haben sie natürlich schon so Erwartungshaltung, Autobahnen im Gehirn gebildet, sage ich mal. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da wieder reinkommt, ist relativ groß. Deswegen bin ich, sage ich ganz ehrlich, kein Freund von Sachen wieder aufwärmen, was jetzt gleich, glaube ich, kommt. Also ich denke immer, man sollte einfach, weiß ich nicht, wieder bei Null anfangen mit jemandem, mit dem man noch keine Erfahrung gemacht hat, weil das ist alles viel schwieriger beim Bestehen oder bei jemandem, mit dem man schon mal eine Beziehung hatte. Also natürlich, wenn man jetzt Haus hat und 20 Kinder und gemeinsames Flugzeug und ich weiß nicht was, natürlich überlegt man da nochmal mehr und probiert es, aber naja.
So, danach kamen wir wieder zusammen. Unsere Partnerschaft ist zu 80% wunderschön mit sehr enger Verbindung. Nur circa regelmäßig alle 3 Monate tickt er aus wegen einer Kleinigkeit. Ja gut, das ist aber das Gleiche wie vorher, ne? Und dann folgt die Schweigebehandlung. Ich schaue deine Videos erst da kurz und deshalb hat das Kind seinen Namen bekommen. Ich dachte vorher, es sei halt eine Macke von ihm. Ja gut, jeder hat so seine Gründe, warum man das so macht. Aber das, wie gesagt, wäre für mich, die, glaube ich, weiß ja nicht, wie lange das jetzt ist. Also ob er sich jetzt 5 Minuten anschweigt, aber ich vermute mal länger. Ich meine, ob das jetzt für mich ein Dealbreaker oder nicht ist, ist ja auch völlig wurscht. Aber ist die Frage, ob es für dich nicht einer ist, ne? Und wie gesagt, dieser Unterschied mit Standards und Dealbreaker, guck dir das mal an in Modul 1. Und zu diesen 80%, das ist ja genau der Punkt. So, stell dir mal vor, du gehst mit jemand essen. Ne? 5-Gänge-Menü. Ne? Und beim letzten Gang, beim Dessert, nimmt der Typ nimmt irgendwie den Pudding und schmeißt ihn dir volle Pfund im Gesicht. Ne? Würdest du dann, ist jetzt ein extremes Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass es dir genauso ist, aber nur mal so, um es mal schön bunt zu machen, würdest du dann sagen, ja, es war doch zu 80% ein schönes Abendessen, wo ist das Problem, das machen wir doch gerne wieder. Ist jetzt ein bisschen krass, ne? Aber ich versuche dich, das schreiben ja manchmal Leute auch, Mensch, kannst du das nicht mal alles softer machen oder so? Kann ich natürlich, aber ich habe hier immer nur 20 Minuten, 10 Minuten euch zu erreichen. Und dann bringt es, glaube ich, nichts, wenn wir überall Nutella und Butter drüber schmieren. Das ist, meine ich, ist besser, die Sachen sich mal so ein bisschen radikal anzugucken. Und da kann man ja überlegen, was man damit macht. Ne? Das zieht er dann wochenlang durch. Ach, wochenlang. Oh, sorry, das wäre für mich ein völliger Dealbreaker. Also völlig, geht gar nicht. Ohne ein Wort zu sagen, er ignoriert mich, als wäre ich gar nicht vorhanden. Er hat mir selbst erzählt, dass sein Vater schon früher gemacht hat und eine schrecklich fand und es eigentlich eine Selbstbestrafung ist. Ja, jetzt kannst du natürlich wieder herkommen und, weil sie nicht ihn retten wollen und so. Also ich weiß nicht, ich persönlich habe in meinem Leben überhaupt keine Lust mehr zu, soll sich jeder selber retten oder weiter innere Kindarbeit machen oder zur Therapie gehen oder ich weiß nicht, Das spielt letztlich eigentlich alles keine Rolle. Das sind ja alles erwachsene Menschen, die einen nicht gut behandeln. Und mir persönlich ist das relativ latte, warum mich jemand nicht gut behandelt, ob der jetzt weiß ich nicht, zu wenig gestillt worden ist oder, weiß ich nicht, Papi, mit dem nicht Fußball gespielt hat, ist mir persönlich komplett wurscht. Ich will einfach ordentlich behandelt werden, fertig, ne? Ich habe schon alles versucht, über Versuche zu reden, einfach drüber wegzugehen und das Spiel nicht mehr zu spielen. Ja, das glaube ich jetzt, wundern wir uns nicht. Er redet nicht, Liebesentzug, ich leide nicht mehr darunter, aber ärgere mich, dass er keinen Anlass sieht, das zu ändern. Gut, wenn das aber jetzt so ist, wie du es sagst, was ist denn das für eine Beziehung, wo ihr dann wochenlang nicht redet? Also, wo ist der Sinn? Ne? Ich sehe sehr wohl sein inneres Kind, deshalb komme ich dann immer wieder auf ihn zu. Danach ist er total liebesbedürftig, dankbar und gibt sich Mühe. Ja, wie gesagt, er wird eine innere Logik haben, aus der er das jetzt macht. Und die ist jetzt nicht, glaube ich, eine, ich bestrafe jetzt meine Freundin. Oder vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, aber häufig machen Menschen das jetzt nicht direkt, um einen zu schaden. Aber ist ja auch egal, es ist letzten Endes ist es keine respektvolle Behandlung und wenn er das nicht abstellen kann, kann er es halt nicht abstellen und ja, also ich meine, das muss letztlich du wissen, aber boah, also ich würde mich dann schon fragen, was wofür dann eine Beziehung haben, ne? Also ich kann mir auch weiß ich nicht. Also ich frage mich da manchmal, also nee, heute frage ich mich das nicht mehr, aber früher habe ich auch mal gedacht, man müsste unbedingt in einer Beziehung sein, aber heute würde ich echt denken, gut, dann bist du mal eben Single. Wer braucht das? Aber ich, je nachdem, wie wichtig einem Beziehungen sind, ist man natürlich manchmal bereit, komische Sachen mitzumachen, aber das, finde ich, geht zu weit. Das ist deswegen mein ganzes Konzept von Standards und Dealbreakern so, ne? Ja. Ich sehe auch, dass ich früher diese Muster auch in mir hatte, so vor 20 Jahren, jetzt sind wir beide deutlich älter. Ja, das mag ja sein, deswegen, muss man jetzt gar nicht auf so einer allgemeinen menschlichen Ebene irgendwie, wer jetzt der Bösere von euch ist, das spielt alles überhaupt keine Rolle. Und wenn du früher dieses Muster hatte, dann hätte ich auch dem Partner früher von dir, hätte ich auch empfohlen, ja, vielleicht die Beziehung nicht zu führen mit dir, weil das vielleicht nicht so gut ist, so, ne? Und einem nicht gut tut, so, ne? Und
ja, ist ja schön, dass du das siehst, dass du das früher hattest und jetzt nicht mehr machst. Und aber trotzdem bist du jetzt Ziel dieses Verhalten und dir geht's nicht gut damit. Ich bekomme diese Nuss einfach nicht geknackt, kann ich überhaupt noch was tun? Ich möchte die Partnerschaft nicht beenden, weil die Partnerschaft total schön ist. Das widerspricht sich meiner Ansicht nach komplett. Weil wenn du wochenlang nicht mit dir redet, wie kannst du dann sagen, die Partnerschaft ist total schön? Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber der Rest der Zeit ist schön, nur da sind wir bei dem Problem, was jeder auf diesem Kanal hat. Dass ihr alle, hatte ich ja, kenne ich auch von früher, dass man einen Partner hat, mit denen es mal, wir sind wieder bei diesem Essen, ne? Vier Gänge sind schön und beim fünften Gang kriegst du den Nachtisch ins Gesicht. Also ich persönlich würde heutzutage sagen, dann juckt mich auch nicht die vier schönen Gänge, weil das ist genau, was einen in ja, schwierigen Beziehungssituationen hält, dass man dann aufrechnet und sagt, ja, okay, vier Tage waren jetzt gut und jetzt habe ich, vier Tage habe ich Schweigebehandlung gekriegt und ja, ist doch zu 50% gut, die Beziehung. Würde ich heute nicht mehr so machen. Ich sehe mich als High-Performance-Coach. Ich würde euch immer sagen, hey, warum soll ich denn hier eine Beziehung haben, wo so viele Zeiten überhaupt nicht gut sind? Warum soll ich nicht weiter gucken nach jemand, der ja, der das nicht macht? Also natürlich macht Sinn, ja, Sachen durch Gespräch aufzulösen, klar, habt ihr schon probiert. Ob man jetzt sagt, man geht zu einer Paartherapie, kann man machen, aber ihr wart ja schon mal getrennt. Das kann man natürlich machen. Gut, 3 Jahre ist ja jetzt auch nichts und ihr wohnt zusammen. Okay, vielleicht probiert ihr mal eine Paartherapie aus. Das, ne, das könnte man vielleicht nochmal machen. Warum nicht? Aber ich wäre jetzt optimistischer, wenn ihr nicht schon mal eine Trennung gehabt hättet, was ja auch wie so eine Art Schweigebehandlung war, ne? So. Aber ich möchte mich auch nicht weiter so behandeln lassen. Ich habe mir jetzt selbst ein Ultimatum gesetzt. Ja, das finde ich eigentlich gut. Das finde ich sehr gut, sehr positiv, ne? Also wie gesagt, kann man überlegen, Paartherapie, aber wenn er jetzt überhaupt keinen Ansatz hat, dass er dieses Verhalten nicht zeigen kann, muss man natürlich schon auch überlegen, was macht der Paartherapeut. Aber gut, vielleicht hat er ja eine zündende Idee und das ist ja auch nur eine ganz kurze E-Mail. Vielleicht gibt es da noch tonnenweise mehr Informationen, wo man da noch mehr rauskriegt, warum man das macht. Das kann man sich ja auch alles anhören. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der große Freund vom zweiten Aufguss irgendwie. Und also das scheint mir schon, ja, ein Problem drin zu sein, dass man vielleicht einfach auch nicht so hundertprozentig kompatibel ist. Und ja, da muss man echt aufpassen, dass man nicht in eine On-Off-Beziehung gerät und das immer wieder macht, ne? Also ich finde, wenn einer so den Mut hatte, sich von einem zu trennen, obwohl man so eine wunderbare Person ist und den Wert, den man selber hat, nicht gesehen hat, da kann man auch mal so ein bisschen snobby sein und kann sagen, du, sorry, du hast deine eine Chance gehabt in diesem Leben und jetzt ist es leider vorbei. Aber das ist nur meine Meinung. So. Gut. Aber sonst, wie gesagt, der defensivere Vorschlag wäre Paartherapie machen. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es vielleicht einer nicht will bei euch dann. Ich weiß es nicht, aber könnt ihr ja mal überlegen. In diesem Sinne, freue mich auf euch bei unserem Weihnachtsvideo und wir werden uns bei mir sehen.